Herzlich willkommen bei einer neuen live aufgenommenen Folge für die 1A-Strategien für passives Einkommen, die wir in unserem Podcast für passives Einkommen vorstellen. Gemeinsam mit Stefanie Schädel stelle ich dir hier Woche für Woche wirklich spannende Möglichkeiten vor, um mit verschiedenen Strategien ein passives Einkommen aufzubauen. Und heute möchte ich dafür über das spannende Thema Forex Trading sprechen. Forex Trading ist keine komplett passive Art und Weise, ein Einkommen aufzubauen, aber Forex hat einen sehr, sehr guten Hebel zwischen eingesetzter Zeit und herausbekommenem Output. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist Forex Trading überhaupt? Der Forex-Markt ist der Währungs- und Devisenmarkt, also der Markt, auf dem man verschiedene Fremdwährungen gegeneinander tauscht. Das heißt, jeder von uns, wenn er bereits einmal in den Urlaub gefahren ist und sich Fremdwährungen ertauscht hat, hat bereits Erfahrungen mit dem Forex-Markt gemacht, indem er sich zum Beispiel Dollar getauscht hat oder früher vielleicht auch nochmal Lire oder welche Währung auch immer. Und es gibt den Forex-Markt als Ort, wo institutionelle große Anleger die eine Währung in die andere Währung tauschen. Und wenn man geschickt Währungsdifferenzen ausnutzt, das heißt, wenn man günstig einkauft und teuer verkauft, dann kann man diesen Spread als Rendite vereinnahmen. Und das ist das Prinzip, dass man sich beim Forex-Trading zunutze macht. Das heißt, man schaut nach bestimmten Marktmechanismen, was für Kurse, was für Währungen gerade günstig einzukaufen sind und schaut dann, an welchem Zeitpunkt man diese teurer wieder verkaufen kann. Das bedeutet zum einen, dass man eine Ahnung davon haben sollte, was man da tut. Also, dass man einfach auch die Mechanismen des Forex-Marktes kennen sollte. Und dass man zum Zweiten auch eine Strategie, ein System haben sollte, nachdem man kauft und verkauft. Hat man das nämlich nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man hier relativ viel Geld verliert und wirklich viele, viele Privatanleger versenken auch eher Geld im Trading, als dass sie damit wirklich Renditen erwirtschaften. Es gibt aber Profis, die schon sehr, sehr viele Jahre in diesem Bereich unterwegs sind und die sehr ansehnliche Renditen von 30-50% im Jahr auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Also wirklich sehr, sehr hohe, sehr spannende Renditen, die man über klassische Anlagen an der Börse nur ganz, ganz schwer erreichen kann. Klassisch sowieso schon mal wirklich, nicht so einfach. Allerdings sollte natürlich auch immer klar sein, mit einer hohen Rendite ist in der Regel auch ein erhöhtes Risiko verbunden. Lasst euch also nicht von hohen Renditen blenden und euch zu sehr davon locken, sondern überlegt auch immer, ob das Risiko, was damit verbunden ist, auch wirklich tragbar ist. Und wer vor allem ohne Strategie, wie ich gerade schon gesagt habe, beim Forex-Trading loslegt, der wird wahrscheinlich mehr Geld verlieren, als er damit herausbekommt. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren einen Experten kennengelernt und auch schon mehrfach mit ihm zusammenarbeiten dürfen und mich jetzt auch entschieden, im nächsten Jahr wirklich seine Ausbildung zu durchlaufen. Der einer der Top-Experten in dem Bereich des Forex-Tradings ist, und zwar ist das der Jürgen Wechsler. Jürgen hat ganz lange Zeit selber auf institutioneller Seite, auf Bankenseite dieses Thema betrieben und ist inzwischen wirklich auch als Trainer unterwegs, um auch im Bankensektor Schulungen zu diesem Thema durchzuführen, um als Referent darüber einfach zu erzählen, wie man Renditen optimal erwirtschaftet, mit welchen Systemen man hier vorgeht, und hat sich vor einigen Jahren entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen, ins Unternehmertum zu gehen und sein Wissen auch Privatanlegern zur Verfügung zu stellen. Und der Jürgen hat eine Strategie entwickelt, mit der man bei 15 Minuten am Tag,
wirklich auf diese Renditen zwischen 30% und 50% übers Jahr hinwegkommt. Und diese 15 Minuten pro Tag werden eingesetzt zwischen 0 Uhr nachts und 8 Uhr morgens, von Montag bis Freitag, da der Forex-Markt am Wochenende zu ist, also Wochenende ist, und man also an 5 Tagen in der Woche 15 Minuten in der Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, je nachdem, ob man spät ins Bett gehe oder früh aufstehe, ist, kann man sich aussuchen, wann man diese 15 Minuten investiert. Und jetzt habe ich den Loop zum Zumachen meines Satzes verloren. Also man investiert an 5 Tagen in der Woche 15 Minuten, um gezielt Trades einzusetzen, mit denen man Devisen bestmöglich günstig kauft und teurer verkauft, um damit, wie gesagt, den Spread zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis zu vereinnahmen und diesen dann als Rendite letztendlich auch mitzunehmen. Und wenn man das mit einer Strategie wie mit der vom Jürgen Wechsler verfolgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man sein Geld nicht versenkt, sondern dass man sein Geld damit vermehrt und damit also aus seinem Geld mehr machen kann. Um da auch direkt mal eine Vorstellung zu geben, ab welchen Investmentsummen das interessant ist. Das allererste, was ich wichtig finde, ist, dass man auch in eine Ausbildung investiert, die einem ja einfach die Möglichkeit gibt, hier auch das Know-how so aufzubauen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Geld in den Sand setzt, minimiert wird. Wie gesagt, es ist nach wie vor selbst mit Strategie auch kein absolut deterministisches Modell, weil Märkte sind einfach nicht deterministisch. Das heißt, man muss einfach schauen, dass man auch das Restrisiko im Sinn hat. Und dann braucht man auch noch genügend Investitionskapital, um wirklich sinnvoll an diesem Markt zu investieren. Das bedeutet, wenn du weniger als 10.000 Euro Liquidität hast, dann würde ich sagen, dass Forex Trading nicht das geeignete Geschäftsmodell ist, um mehr aus deinem Geld zu machen, um dir daraus einen Einkommensstrom aufzubauen. Aber wenn du 10.000 Euro und mehr Liquidität hast, dann kannst du dir durchaus überlegen, ob Forex Trading ein Geschäftsmodell ist, was für dich von Interesse ist und mit dem du dir einen passiven Einkommensstrom aufbauen kannst. Das jetzt einfach mal als kurze Vorstellung dieses Geschäftsmodells. Ich werde euch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, wie ihr zu Jürgen kommt, damit ihr euch überlegen könnt, ob das vielleicht ein Modell ist, was für euch einen sinnvollen Weg darstellt, sich einen weiteren Einkommensstrom aufzubauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss!